Ich hatte in den vergangenen Videos ja schon angedeutet, dass die einfachste Variante eines Lehrvideos die freigesprochene Direktaufnahme ist. Dazu benötigt man einen Computer mit der Präsentation im Präsentationsmodus, ein Mikrofon und ein einfaches Screencast-Programm, zum Beispiel Snagit. Nun starte ich die Aufnahme und spreche live, möglicherweise auch mit Skriptunterstützung und klicke die Präsentation dabei durch. Das sieht dann so aus. Communication is a two-way process of reaching mutual understanding, in which participants not only exchange, that is, encode and decode information, news, ideas and feelings, but also create and share meaning. Am Ende dieses Vorganges steht eine MP4-Datei zur direkten Weiterverwendung bereit. In which participants not only exchange, that is, encode and decode information, news, ideas and feedback. Da nicht jeder gern völlig freisprechen mag, hatte ich ja in Teil 4 dieser Serie vorgeschlagen, die Bestandteile einer Videoproduktion einzeln und geskriptet aufzunehmen. Wie das geht, zeige ich in einem zweiten Video.